Frau Dr. Annette Holzheld, wissenschaftliche Referentin am ZKM, Zentrum für Kunst- und Medientechnologie Karlsruhe. Das letzte Wort also von einer Vertreterin der Museen hier zum schwierigen Erbe in der Kunst. Vielen Dank. Frau Krotz, haben Sie herzlichen Dank. Ich habe uns aus dem Themenkomplex Terror als kritisches Erbe der Kunst ein kleines Fallbeispiel mitgebracht, auf das ich ein kleines Licht in aller Kürze der Zeit werfen möchte. Und ich werde vortragend lesen angesichts der nahenden Mittagspause und unserer Zeitökonomie. Die Geschichte der Terrorvereinigung Rote Armee-Fraktion, die offiziell 1970 mit der Gefängnisbefreiung Andreas Baders begann und 1998 mit der Selbstauflösung der Gruppe endete, hat eine erstaunliche historiografische Prominenz erfahren, die auch in Ausstellungen ihren Niederschlag fand. Ohne auch nur in Teilsätzen auf diese unüberschaubare Datenlage eingehen zu können, ist vorauszuschicken, dass sowohl die damalige Auseinandersetzung wie auch in der Nachbearbeitung eine mythische Überhöhung vor allem der ersten Generation der RAF festzustellen ist. In einer spiegelbildlichen Anordnung spielten die Terroristen ihre mythische Rolle als Revolutionäre und Kriegsgefangene aus, was von der juridischen und medialen Gegenseite durch übertriebene Dämonisierung bestätigt wurde. Changieren zwischen politischer Symptomatik, die von Furcht und Schrecken kündet, und ästhetischem Erregungsanlass entsteht ein polysemes Phänomen, dessen wirkliche Größe oder Kleinheit nicht mehr zu ermitteln ist. Diese vorangestellte These ist wichtig, denn wie ich andeuten werde, ist die RAF umgeben von einer paradoxen Aura des Unheimlichen und Tabuisierten. Die Dokumente stellen insofern kritisches Erbe dar, als die Täter mit jeder nachträglichen Befassung in ihrer zwiespältigen oder in ihrem zwiespältigen Heldentum Bestätigung finden können. Medienberichte sowie Prozessakten sind zum historischen Erbe geworden und werden heute im Bundesarchiv und den Landesarchiven sowie in den Medienarchiven Stern und Spiegel verwahrt. Literarische und filmische Rezeption vervollständigen den Komplex und erhöhen die Komplexität. Gerade aufgrund der manifestierbaren Unerschöpflichkeit des Ausgangsbestandes, die nach Hans Blumenberg zur mythologischen Tradition gehört, besteht immer auch das Risiko, dass in Ausstellungen des Materials unvorhergesehene Provokationen lauern. Nur ein Beispiel. Als 2004 in den Berliner Kunstwerken eine RAF-Ausstellung in Planung war, zogen die Verantwortlichen ihren Antrag auf Förderung aus dem Hauptstadtkulturfonds zurück. Die Kunstwerke begründeten ihre Entscheidung damit, dass sie ihr Projekt als politischen Spielball verkommen sehen. Auslöser war eine politische Diskussion im Vorfeld der Gremiumssitzung, die laut Kunstwerke nicht nur inhaltliche Schwerpunkte vernachlässigte, sondern auch der Kunst selbst keinen Raum zubilligte. Vor diesem Reiz-Response-Hintergrund möchte ich in einer kleinen Fallbeschreibung vornehmen und der Frage nachgehen, was passiert, wenn sich Künstler mit dem kritischen Medienbilderbe der RAF produktiv kritisch zuwenden, das heißt in Auseinandersetzung mit den Medienbildern und Archivalien eigene Bildwelten produzieren. Sigmar Polke, der derselben Altersgeneration wie Raspe, Bader, Enslin entstammt, sind sich selbst stilisierend als Anarchist bezeichnete und mit Gerhard Richter und anderen die Bewegung des kapitalistischen Realismus begründete, fertigte 1978 dieses Stoffbild an, das sich heute in der Sammlung des Groninger Museums befindet. Kleinkariertes Karo erscheint als bildgebender Teil und dient zugleich als Leinwand, partiell übermalt von einem Lichtkegel, vielleicht eines Verhörscheinwerfers. Im Comic-Stil skizziert Polke das Büro von Dr. Bonn. Über dem Schreibtisch des Bürokraten prangt sein plakatives Duo, das Porträt von Andreas Bader rechts und Jan Karl Raspe links, deren Fahndungsfotos die öffentliche Aufmerksamkeit banden. Mit diesem Kunstwerk illustrierte Sigmar Polke die Rasterfahndungstechnik des damaligen BKA-Chefs Horst Herold, der im Vordergrund in demonstrativ abgewandter Pose als gesichtslose Figur gezeichnet wird. Dieser Dr. Bonn richtet einen Spatzenschießer, eine simple mechanische Waffe gegen sich selbst, um, und dies ist eine Frage, den Selbstmord der beiden Inhaftierten modellhaften nachzuvollziehen oder um sich selbst der Aufklärungsarbeit zu entziehen, sich von der Scham über den eigenen Gesichtsverlust angesichts der Überforderung der Aufgabe zu befreien oder um den eigenen gespenstischen Bildern des übermächtigen Kasus ein Ende zu bereiten. So wie die Handlungsmotivation mehrdeutig bleibt, so auch die ganze Bildaussage, die man geradezu als auffällig undogmatisch bezeichnen kann. Provokation durch Rätselhaftigkeit
wo vorher Bekenntnisse für die eine oder andere Seite registriert wurden. Im Jahr der Entstehung war Polke selbst nach Köln in die Nähe von Dr. Bonn gezogen. Er malte seinen Kommentar zeitnah mit Bezug auf die legendäre Todesnacht im 7. Stockwerk des Hochsicherheitstrakts der Justizvollzugsanstalt in Stuttgart-Stammheim, wo am Morgen des 18. Oktober 1977 die toten Körper von Enslin und Bader sowie der wenig später sterbende Raspe aufgefunden wurden und wo eine Vielzahl polizeilicher Ermittlungsfotos gefertigt wurden. Im Vergleich mit dem Polke-Gemälde sind zwei weitere Funde zu kommentieren, die eine sonderbare Stellung zwischen Kunst, wissenschaftlichem Objekt und Kultgegenstand aufweisen und das Problem der Bedeutungszuweisung auf andere Weise mit sich führen. Der renommierte Gerichtsmediziner Hans-Joachim Mallach obduzierte im offiziellen Auftrag die drei Leichen, nahm jedoch ohne Auftrag der Staatsanwaltschaft und ohne Genehmigung der Angehörigen am 18. oder 19. Oktober drei Maskensätze von den Antlitzen der Verstorbenen. Der erste Satz wurde von einem Beamten der SOKO Bader-Meinhof an die Polizeiakademie Freiburg abgegeben, wo sie zunächst ausgestellt und später, wie es hieß, aus Pietätsgründen zerstört wurde. Diese Aktion ist bemerkenswert und gehört in den mythologischen Komplex, weil die Ikonoklasten in den Todesmasken offenbar ein Dokument der Huldigung zu erkennen glaubten. Der Magie des Bösen musste mit der Magie der Auslöschung begegnet werden. Die magische Aufladung war damit allerdings nicht aus der Welt. Mallach selbst behielt einen Maskensatz für sich in seinem Büro, der mittlerweile als vermisst gilt. Ein weiterer Satz war vom damaligen Dezernatsleiter des Landeskriminalamtes Stuttgart, Josef Ring, bei Mallach in Auftrag gegeben worden, mit der vagen Intention, dass, Zitat, das LKA irgendwann mal etwas damit anfangen könne, Zitat Ende. Josef Ring bewahrte diesen Maskensatz und übergab ihn später an das neu gegründete Haus der Geschichte in Stuttgart. Der Direktor Thomas Schnabel berichtete 2010, dass die Masken dem Haus mit der Vereinbarung überlassen worden waren, Zitat, sie nicht in die Dauerausstellung zu nehmen, Zitat Ende. Er bestätigte, dass er keine Pläne hege, die Masken auszustellen. Ein vierter Gipsmaskensatz der Toten fertigte der damals 70-jährige Tübinger Bildhauer Gerhard Halbritter. Halbritter hatte von Gudrun Enslins Vater die Erlaubnis erhalten, das dreidimensionale Porträt abzunehmen. Halbritter schickte danach Fotos der Masken an die Familie Enslin. Agenturmeldungen gaben bekannt, dass Halbritter seine Kunstwerke in einer Schachtel verwahrte, die er mit der italienischen Aufschrift »Die drei Übeltäter« versah. Nach Halbritters Tod gelangte die Schachtel mit den Masken über die Tochter des Künstlers auf den Kunstmarkt. 2009 erwarb sie der Künstler oder Kunsthändler Andreas Albrecht. Albrechts Versuch, die Masken in ein Museum zu geben, scheiterten. Der Museumsdirektor des Hauses der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn, Hans-Walter Hütter, lehnte ab, Zitat, wir haben nicht vor, Todesmasken von Tätern in unserem Museum zu präsentieren, Zitat Ende. Es sei zu brisanter Stoff für eine Zurschaustellung. Christian Gampert vom Deutschlandfunk teilte diese Meinung, Zitat, es wird sich wahrscheinlich weder ein Kunst- noch ein zeitgeschichtliches Museum finden, das die RAF Todesmasken zeigen wird. Man kann an ihnen nichts lernen und zur Totenverehrung besteht kein Anlass, Zitat Ende. Sie bemerken, dass hier eine noni me tangere Haltung, also eine Furcht vor der Berührung und der Inblicknahme vorliegt. Aber Furcht vor was? Vor dem Artefakt oder Furcht vor dem Kompetenzversagen, die angemessene Kontextualisierung finden, erfinden zu können? 2010 wagte die Kunstgalerie Merkel in Esslingen die Halbrittermasken in einer Ausstellung, die dem Jahr 1969 gewidmet waren, zu präsentieren. Was zu erwarten war, trat ein. Der Tagesspiegel schrieb, ich zitiere, und natürlich gibt es die zu erwartende Aufregung. Schwäbische Lokalpolitiker empören sich, eine Mitarbeiterin des Kunstamtes bleibt der Ausstellungseröffnung fern. In den Leserbriefspalten tobt die Auseinandersetzung, Zitat Ende. Was ist das kritische Erbe an diesem Fall? Dass es zu viele Geschichten gibt, dass sich das mediale Erbe nicht bändigen lässt? Die Masken und der Umgang mit ihnen sind beispielhaft dafür, wie ein Artefakt zum Projektionsobjekt für Affekte gemacht wird. Die mythische Überhöhung transportiert sich unkalkulierbar durch die Zeit. Wo mehr Sinn erscheint, dort gibt es Aufheizung, prekärisch, kultisches und antikultisches Verhalten. Meine Deutung des Polke-Gemäldes war demgegenüber ein Hinweis auf eine Strategie der Abkühlung.
Mein Argument fortführend möchte ich abschließend auf ein Bild aus dem weitaus berühmteren 15-teiligen Bildzyklus 18. Oktober 1977 von Gerhard Richter eingehen. Aufzeigen möchte ich, dass das Verhältnis von Objektmagie und Sinndekonstruktion in der Kunst einer anderen Logik folgt als der einer Suche nach historischer Gerechtigkeit und angemessener Präsentation. 1989 erstmals in Krefeld gezeigt, erregte auch der Zyklus einen Sturm der Entrüstung. Der Kunstkritiker und Kurator Robert Storr rechnete die Bilder, Zitat, zu den düstersten und verstörendsten Werken der modernen Kunstgeschichte, Zitat Ende. Was für mich den Eindruck erweckt, dass auch dieser Interpret der Immunität gegen den hysterischen Affekt entbehrte. Das mich interessierende Gemälde zeigt einen merkwürdig alltäglichen Gegenstand, einen Plattenspieler. Der Plattenspieler basiert auf Tatortfotografien aus der Todesnacht, die 3 Jahre nach dem Ereignis erstmals im Spiegel veröffentlicht wurden. Richter recherchierte diese Fotografien in Stern- und Spiegelarchiven 7 Jahre später. Als Richter die Bilder in die Kunst brachte, bezog er sich auf ein kollektives Gedächtnis, das für mehrere Jahre bilderlos gewesen war. Umso effektvoller müssen die Fotoveröffentlichungen gewesen sein, die Richter zu der Umarbeitung motiviert haben müssen. Die Überführung der Farbfotografie in eine verschwommene, bleiernschwere Graumalerei macht eine Zone des Dazwischen, zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit auf. Sie greift die Situation des inneren Gedächtnisbildes auf. Den Prozess des Vergessens, des Entrückens, des visuellen Abdrucks aus dem kollektiven Gedächtnis. Sorgsam hatte man in der Pressearbeit zur Krefelder Ausstellung festgelegt, welche Bilder für Presseberichte zugelassen wurden. Futter für die Sensationspresse sollte es nicht geben, auch keine feierliche Eröffnung aus Pietät gegenüber den Angehörigen. In der Folge wuchs die Bedeutungslast dennoch enorm an. Richter wurde, Zitat, inszeniertes Pathos, Zitat Ende, vorgeworfen, ebenso wie das Zumalen von Ungeklärtem. Kunst müsse freilegen, dürfe nicht verschleiern. Andere seien in der Malerei die Praxis des Erinnerns, wieder Hervorholens und Bearbeitens. Auch wurde die Krise der Malerei diagnostiziert, die stets zu spät komme. Nichts als Historienbilder würden gezeigt, Monumente der Trauer, Klage um Verlust, den Malerei lediglich zu bestätigen wisse. Andere sahen den Clash von unwiderstehlichem Ästhetizismus und unbeweglichem Moralismus. Der Plattenspieler, Tatort, relevant, weil darin die Pistole versteckt war, mit der sich Andreas Bader erschoss, verliert vor diesem Hintergrund jeden Faktizitätsanspruch und wird in der Rezeption zur Maske, zur Totenmaske, in der die Affektmobilisierung vergegenständigt ist. Der Unmensch Bader hört Musik, der Reue zeigen sollte, erleichtert seine Strafe mit Eric Claptons »There's one in every crowd«. Richter hat diesen sinnträchtigen Titel nicht mitgemalt. Die unschärfe Symbolform der Distanz und Wahrheit soll eine ganz andere, näherliegende Erfahrung vermitteln als die der aufgeregten Deuter. Zwar bewegt sich das Bild in einer Gefahrenzone, wo die Rückgewinnung eines verlorenen Sinns nicht mehr möglich ist, aber es bezieht sich offensichtlich mit dem Bild keine Partei. Das Gemälde nimmt das mediale Sensationsbild, aufgenommen in der Intimsphäre der dämonischen Straftäter, in sich auf und verwandelt es in ein Denkobjekt, wodurch der Mythos zur Ruhe kommen kann. Nicht die Sache wird dargestellt, sondern vor allem deren fragwürdige Bedeutsamkeit. Als ein Bild über Bilder mag es selbst nicht ganz frei von mythischer Nachlebenslebendigkeit sein. Als offensiv-ästhetisches Vorkommnis widersetzt es sich in gleichem Maße der Frage nach Wahrheit, moralischer Angemessenheit und Authentizität. Provokant ist das Bild allenfalls in dieser Rolle des Ausscherens aus der Logik des Gewissheitsanspruchs. Richters Gemälde wird zum Stellvertreter, zum Symbol für die verzweifelte Auslegungsmanie, die keinen Halt findet. Ob das Verfahren der Kunst, die Sinnfrage bezüglich des kritischen Erbes kaltzustellen, lehrreich für zeitgeschichtliche Auseinandersetzungen und Ausstellungen sein kann, vermag ich nicht zu beurteilen. Den von mir ausgewiesenen Tabuzonen des Darstellbaren haftet jedenfalls ein zutiefst antiaufklärerischer Zug an. Sie zeugen von Angst. Insofern ist das andere der richterschen Kunst als eine Art Freiraum, Freiräumung zu sehen, aufzufassen, um viele Zugänge zu gestalten. Ich danke Ihnen.